Danke, dass du eingesprungen bist. Klar. Wann ist Leni denn wieder da? Sobald die Examensprüfungen durch sind. Immer noch so spannend? Was? Das Spiel? Ich rede nicht vom Spiel, ich rede von Sascha und dir. Da gibt's ja nicht viel zu erzählen. Ja. Außer vielleicht, dass du immer noch in ihn verliebt bist. Ich versuche ja, das abzustellen, aber so einfach ist es nicht. Klar, ihr wohnt zusammen. Wenn wir essen, dann versuche ich ihm nicht gegenüber zu sitzen, dass ich ihn nicht angucken muss. Wenn er im Bad ist, dann bleibe ich in meinem Zimmer, bis er raus ist. Der Typ rennt ständig oben ohne rum. Ist dir das mal aufgefallen? Ich glaube, ich achte da nicht so drauf. Hast du es schon mal versucht, mit Hypnose zu lösen? Das soll total super helfen bei Liebeskummer. Das hat bei Jessie ja super geklappt. So kann es aber auch nicht weitergehen. Nee. Und deswegen gehe ich jetzt auf Konfrontation. Ich gebe mir die totale Sascha-Überdosis so lange, bis mir schlecht wird, wenn ich nur an ihn denke. Ich glaube, wir machen erstmal die Getränkebestellung, oder? Das können wir auch noch später machen. So geht das. Das ist ein Scheiß, können wir echt nicht davon sitzen lassen. Ich muss wirklich los, beim nächsten Mal. Du verarschst mich jetzt gerade, das wird unser Spiel. Darf ich mit dir spielen? Ja, ja klar, los. Na, ob das mal gut geht. Ja, sehe ich auch so, das sind echte Profis. Ich rede doch nicht vom Spiel. Sascha! Mach ja! Doch! Mach doch aber auch. Ja, schönes Spiel. Glückwunsch. Ja, hinten bin ich eben gut. Von hinten bist du der Beste. Sag mir, dass ihr bitte übers Kickern redet. Warum denn sonst? Wie sieht's aus? Spielen wir noch eine Runde? Nein. Ich hab da gerade was gesehen, was mir gefällt. Okay. Süß, oder? Mhm. Was? Mhm. Das ist heiß. Halt mal rüber und stell mich vor. Drück mir die Daumen. Hi. Tja. Tu mir einen Gefallen und sag jetzt nichts. Hat er meine Kohle gefressen. Gut, ich rufe den Typ an. Der kommt eigentlich relativ schnell, wenn es Probleme gibt. Ja, aber was soll ich jetzt machen? Ohne Kondome werde ich immer nervös. Dann musst du dich ein bisschen gedulden. Oder du kaufst welche in der Apotheke, nehm an. Spinnst du? Ich kann doch jetzt nicht abhauen. Da muss man dranbleiben. Ja, eine kalte Dusche soll auch helfen. Oh Mann, dieses Dreis und diese Stimme. Alter, ich würde es mir nie verzeihen, wenn ich jetzt nicht... Ja, dann viel Erfolg. Mann, du hast doch immer ein paar Kondome auf Tasche, oder nicht? Kannst du mir nicht ein, zwei Stück geben? Oder gib mir lieber drei. Was? Kondome. Wie ein Alki an der Flasche. Blödsinn. Du hättest einfach auf mich hören sollen. Eine klare Ansage und Distanz, das ist alles, was hier hilft. Vielleicht bin ich liebessüchtig, Sascha ist keine Droge und ich bin nicht abhängig. Aha. Und warum guckst du dann alle 3 Sekunden rüber? Das tue ich überhaupt nicht. Da war es wieder. Ich bin eben ein aufmerksamer Barkeeper. Und warum wartet dann die Frau schon seit 3 Minuten auf ihre Bestellung? Was darf's denn sein? Eine Cola, bitte. Kommt sofort. Siehst du? Ich sehe was? Ich bin völlig cool. Bitte schön. Dankeschön. Komm mal her. So, jetzt schaust du mich an. Siehst du? Oh, sieht so aus, als würden sich Sascha und die Blondine schon ein bisschen besser kennen. Na und? Olli, du hast total eifersüchtig rübergeguckt. Du hoffst doch immer noch, dass er deine Gefühle erwidert. So, ich mach mich mal auf den Weg.
Ja, wir kommen gut alleine klar. Okay, cool. Später. Bis später. Madame. Mein kleiner Alki. Was denn hier? Ich dachte, du bist gar nicht da. Ich musste duschen, ich war verschwitzt. Ja, ich hab ja den. Du weißt schon. Sag mal, gehst du mir aus dem Weg? Wieso sollte ich? Weil jedes Mal, wenn ich aus dem Bad komme, du abhaust. Wo ist denn deine blonde Freundin? Weg. Ich denke oft darüber nach, wie du und ich im Whirlpool. Ich auch. Ich weiß. Echt? Mhm. Darf ich dir was gestehen? Es war kein Experiment. Hey, Olli! Also, wenn du Kohldampf hast, gib dir was von meiner Pizza ab. Sascha. Ach, anscheinend zu Hause. Ja, und beschäftigt. Ja? Hey. Hey. Wer hat das denn gemalt? Lilly. Lilly, das war doch dein kleines Pflegekind, oder? Mhm. Wo kam sie nochmal her? Aus Kamerun. Hier. Da war sie gerade anderthalb. Ihre Mutter war gestorben und ihr Vater konnte sich damals nicht um sie kümmern. Dann haben Christian und ich sie aufgenommen. Ja, schließlich konnte sie dann doch wieder abholen. Die beiden leben jetzt in Kamerun. Er ist Entwicklungshelfer. Das ist so süß. Mhm. Ihr wart ja eine richtige Familie. Wie lange hast du sie denn nicht gesehen? Viel zu lange. Ich würde sie und ihrem Vater ja gerne mal hierher einladen, aber das kann man ja keinem Kind zumuten. Hier wird ja quasi die ganze Zeit nur rumgerödelt. Ist diese Blondine immer noch da? Ja, das ist jetzt Saschas neuester Trick. Er macht einfach die Musik so laut, dass man keine Sexgeräusche hört. Ja, sehr rücksichtsvoll. Ich glaube, ich brauche einen Verein für anonyme Verliebte. Liebe Lilly, es hat sich so viel verändert, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Christian lebt jetzt in England und ich glaube, dass er dort sehr glücklich ist. Ich bin auch glücklich. Ich habe mit zwei Freunden eine Bar eröffnet. Den einen, den kennst du vielleicht noch, Andy, der dir beigebracht hat, aus einer Flasche zu trinken. Der andere heißt Sascha und er ist... Ich lebe ganz schön gefährlich. Erst Gringo und dann noch dein Mann. Puh. Der Typ ist echt so krass. Ich bin... Scheiße. Ich bin scheiße. Nein, aber verknallt. Es war schön. Aber ich glaube nichts von Dauer. Er ist einfach nur ein guter Freund. Hier, guck mal, vielleicht gefällt dir das. Ist ja total süß, danke. Schade, dass ich sie nie kennengelernt habe. Naja, ich habe ihr zumindest geschrieben, dass sie jetzt eine ganz tolle Tante bekommen hat. Ich wüsste überhaupt nicht, was man so einem kleinen Kind schreibt. Ich meine, was versteht sie oder was interessiert sie? Ich schreibe immer ganz alltägliche Sachen. Wie es mir geht, was ich mache, über meine Freunde, die Stadt. Findet sie alles total spannend. Hey, was macht ihr da? Olli schickt seinem Pflegekind ein Paket. Cool. Mann, ich bin ganz schön fertig. Ich hoffe, die Musik war vorher nicht zu laut. Ganz im Ernst, das war echt ein bisschen heftig, oder? Alles gut, Olli?
Nee. So geht das nicht mehr. Was? Sind Andi und Jessie da? Ja. Kannst du die beiden bitte holen? Ich muss euch was sagen. Klar. Ja, kann mir mal jemand sagen, warum wir hier sind? Olli hat uns was mitzuteilen. Das ist richtig. Das hat Lilly gemalt. Wow. Sehr talentiert. Toll. Ja, sie hat mir heute einen Brief geschickt und ich wollte ihr eigentlich ein Päckchen fertig machen und das morgen gleich zur Post bringen. Und deswegen hast du uns jetzt hierher bestellt? Nein, ich habe euch herbestellt, weil ich das Päckchen doch nicht zur Post bringen werde. Wieso das nicht? Weil ich sie persönlich vorbeibringe. Ich fliege zu Lilly und ihrem Vater nach Kamerun. Und wie lange bleibst du weg? Weiß ich noch nicht. Willst du denn was ausmachen, wenn ich länger weg wäre? Nein, ich muss nur einen guten Ersatz fürs No Limits finden. Ich bin mir sicher, da finden wir eine gute Lösung. Du hast sogar keine Idee, wie lange du wegbleibst? Vielleicht einen Monat, vielleicht zwei. Solange es eben braucht.